Guten Morgen, Leise Champions, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4, mal wieder zu einer Folge Bau dir was. In diesem Format werde ich mir einen Wagen nehmen, den wir im Spiel haben, und werde mir daraus eine stärkere Version bauen, oder besser gesagt, ja doch eigentlich eher im Regelfall eine stärkere Version bauen, welche so in der Realität noch nicht existiert, vielleicht existieren wird, aber eben aktuell noch nicht vorhanden ist. Und ich habe mir mal gedacht, wir hatten die letzten Male immer so sehr sportliche Fahrzeuge. Wir hatten den McLaren 640 RS, eben auf Basis des McLaren 600 LT. Wir hatten aus dem 992 GT, nee Quatsch, aus dem 992 Carrera S einen Porsche Turbo S auf 992 Basis eben gebaut und eben auch aus dem Audi R8 einen Audi R8 Performance R. Und ich dachte mir, wir gehen mal in eine andere Richtung dieses Mal. Und zwar gehen wir ein wenig in die Muscle-Richtung. American Muscle, immer noch Riesending heute. Ford, Dodge, Chevrolet geben sich da gegenseitig auf die Mütze. Und ja, wir wissen ja, dass Dodge da den ersten Schlag im Prinzip gesetzt hat mit dem Challenger Hellcat und auch dem Charger Hellcat. Was eben einfach nur Biester waren, wie die damals vorgestellt wurden, mit ihren 717 PS. Und ja, irgendwann kam dann auch so von Chevy und Dodge, von Chevy und Ford, so die Gegenschläge. Wir haben von Ford den Shelby GT500 aktuell, ebenfalls mit über 700 PS. Und Chevrolet hat mit der ZL1 einfach mal eine wirkliche Performance-Maschine auf den Markt gebracht. Und ich denke auch, die Z28 wird nicht lange auf sich warten lassen. Von Dodge kam der Demon mit 840 PS. Und dann gab es aber noch so eine kleine Firma mit dem Namen Hennessy, die sich gedacht hat, nee, so nicht, dich, Demon, weg, dich wollen wir hier nicht. Hat aus der ZL1 den Exorcist gebaut, der Name an sich ist schon krass, und ja, hat den Demon einfach mal komplett wegterminiert. Ich denke, Dodge wird sich das nicht auf sich sitzen lassen und wird damit einen Konter ausholen wollen, und zwar habe ich mir dann erst gedacht, ursprünglich natürlich, okay, klar, noch eine extremere Version des Challenger. Ich glaube aber nicht, dass das so passieren wird mit dem Challenger. Aus folgenden Hintergründen, oder eigentlich im Prinzip aus einem sehr, sehr wichtigen Grund, und zwar, seitdem der Demon existiert, hat die Hellcat, die wie gesagt absolutes Monster war damals, massiv an Charme verloren. Die ist eigentlich so, gerade in Spielen wie Horizon 4, fast schon zum Standard geworden, so blöd wie es klingt. Und ich denke nicht, dass Dodge das mit dem Demon zulässt, indem sie noch eine Version des Challengers auf den Markt bringen und damit den Demon quasi ad acta legen und sagen, yo, der war zwar ganz nett, aber lass mal weg, der würde einfach massiv an Glanz verlieren. Ich denke persönlich, wenn was kommt, dann auf Basis des Charger. Und deswegen werde ich hier heute ansetzen und werde aus dem Charger Hellcat einen Dodge Charger SRT Lucifer bauen. Quasi nochmal die Version über eben, also wir haben ja so im Prinzip in der Hölle haben wir die Hierarchie, die kleine Katze da unten, beziehungsweise ein Hund ist es ja, glaube ich, in der Hölle, die Höllenhunde, dann haben wir die Dämonen und oben drüber steht natürlich der Big Boss himself, Lucifer. Und ich habe mir da natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht, was genau ich mit dem Wagen anstellen möchte. Und ich persönlich möchte eher heute in die Richtung gehen, dass wir nicht eine reine Drag-Version machen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen gucken, dass der Wagen so leicht um die Kurven geht. Weil da hat Dodge im Prinzip aktuell das Image-Problem auf jeden Fall, dass ihre Fahrzeuge quasi nur geradeaus gehen. Ich glaube, wenn sie mit einer noch stärkeren Version eben dieser Fahrzeuge einen Takt mehr auf Kurvenlage setzen, so wie es Ford eben mit dem Shelby GT500 gemacht hat, Chevrolet mit der ZL1 gemacht hat, dann wäre das auf jeden Fall eine ordentliche Nummer. Leistung ist aber natürlich nicht sekundär. Da möchte ich heute gucken, dass ich in die Vollen gehe. Und zwar habe ich mir ausgemalt, so wo werden wir hingehen wollen, und bin im Endeffekt bei 1050 PS gelandet. Da will ich hingehen. Und ich glaube, dass der Wagen das definitiv wegstecken wird. Da bin ich mir relativ sicher. So.
vollkommener Schwachsinn. Ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal direkt mit der Leistung an. Und zwar Kompressor. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Und das ist schon eine relativ richtige Richtung. Wir werden auf 772 kW dementsprechend kommen müssen. Die Frage ist, ob das möglich ist. Wir sind jetzt schon bei 652 kW. Ja, Auspuffanlage sind wir bei 668 auf jeden Fall. Oh, das wird eng. Das wird verdammt eng. 689. Nicht, dass ich mich hier mit irgendwas anderem, mit was kleinerem heute zufrieden geben muss. Das Ding ist, die 1000 PS möchte ich da auf jeden Fall stehen haben. Ja, doch, wir kommen in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ja, doch, guck mal. Dann sind wir knapp drüber bei 747 kW und 1200 Newtonmeter. Das ist richtig auf jeden Fall. Wir hauen noch die Schwungscheibe rein und jetzt kommen wir an die anderen Teile ran. Ich habe auf jeden Fall vor, heute dem Wagen auch Dragreifen aufzuziehen, um später ein Drag Race zu machen. Das auf jeden Fall. Ist jetzt erstmal für das, was ich jetzt gerade machen möchte, nicht geplant. Und dafür braucht der Wagen Rennreifen. Das ist auf jeden Fall ganz klar. 295er vorne und auch bitte hinten so breit wie geht. Ja, 355er. Das wäre auf jeden Fall relevant. Leider können wir das Widebody Kit nicht drauf machen, was der Charger ja ebenfalls aktuell besitzt. Auf dem Challenger hätte man es so halb machen können. Das Liberty Walk Kit existiert da ja. Aber naja, eben auch nicht so hundertprozentig. So, ja, ein Differential hätte ich ganz gerne. Bremsen tatsächlich. Fahrwerk. Gehen wir auch auf ein Rennfahrwerk. Einfach zwecks der Einstellmöglichkeiten. Ein Überrollkäfig. Muss leider sein. Der Demon hat den auch. Und gewichtstechnisch gehen wir auf, ja, 1,9 Tonnen runter. Ist halt immer noch... Ich hätte gern so eine Zwischenstufe hier tatsächlich. So 1,8 wäre mir eigentlich ganz lieb gewesen. Ist leider nicht möglich, aber naja, so ist das halt. Und ja, man könnte jetzt natürlich Forza Aero einbauen. Lass ich aber mal sein tatsächlich. Und ja, das ist mein Dodge Challenger Dodge Charger SRT Lucifer. So, jetzt gehen wir natürlich in die Feineinstellungen eben noch. Die Topspeed haut halt rein, ne? Also das wäre natürlich auch eine ordentliche Nummer, wenn die einfach mal einen Karren bauen würden, der mal eben für 100 fährt. Wir haben 9 Gänge. Ich möchte das Getriebe nicht so unfassbar kurz haben. Ich möchte aber, dass die Gänge ein bisschen smoother ineinander gehen auf jeden Fall. So ungefähr stelle ich mir das vor. So, wir möchten auch nicht so ganz extremen Sturz haben. Ja, so ungefähr sehe ich als richtig an. Lenkwinkel, ja, ungefähr 5,7 Grad. Lenkwinkel, genau. Nachlauf, nicht Lenkwinkel. So. Der Wagen wird keine Performance-Maschine sein, das ist uns allen, glaube ich, klar. Aber ich denke, dass das doch ganz gut funktionieren wird. Und ich glaube, vielleicht werde ich heute sogar auch einen kleinen Drag-Spec gleich noch drauf machen. Indem wir quasi sagen, okay, es gibt den Performance-Mode und es gibt den Drag-Mode. Ich glaube, das sehe ich bei dem Wagen auf jeden Fall. Ja, wobei, nee, Moment. Da bin ich jetzt gerade schon in meine Richtung gegangen. Das soll ja nicht Bau dir was sein. Bei Bau dir was möchte ich ja eben den Wagen so auch einstellen, wie ich denke, dass es der Hersteller machen würde. Und klar, ich würde die Bremse nach hinten legen, das würde Dodge auf keinen Fall machen. So, ja, so ungefähr passt das für mich. Da fällt mir doch direkt ein, dass ich den Sound noch umstellen muss. So, jetzt nochmal.
Ach du Scheiße. Ich sag's euch so, wie es ist. Vielleicht war das heute ein massiver Fehler, aber manchmal muss man Fehler machen, um draus zu lernen. Und ich glaube aber trotzdem, ich werde sehr viel Spaß haben heute. So. Ja, aber ab dem vierten Gang haben wir auf der Geraden zumindest Traktion. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Es ist halt ein Boot. Das muss man tatsächlich einfach sagen. Aber ich denke nicht, dass Dodge massiv auf Gewichtsreduzierung gehen würde. Der Demon wiegt ja auch immer noch 1,9 Tonnen. Und ja, wie gesagt, ich hätte hier gerne ein bisschen weniger gehabt. Aber das ist leider nicht meine Entscheidung. Und er marschiert. ...320... ...340... Und dann müssen wir leider von der Autobahn runter. Alter Schwede, okay. Das wird bescheuert. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass noch eine extremere Challenger-Variante kommen wird. Zumindest nicht so schnell. Weil man eben echt gesehen hat, dass die Hellcat ja immer noch eine geile Kiste ist, auf jeden Fall. Aber durch die Existenz des Demons einfach echt ein bisschen, ja, ich würde sagen, vernachlässigt wurde. Das ist, glaube ich, so das richtige Wort. Was halt auf jeden Fall schade ist. Ich mag die Hellcat immer noch. Die ist einfach von der Optik, finde ich, auch super clean. So doof, wie es klingt. Aber der Demon ist halt nun mal der heiße Scheiß. Also es ist fast unmöglich, ohne Wheelspin anzufahren. Holy shit, aber... Wow. Wenn man Traktion hat, dann marschiert er. Der Lucifer. Oh Gott. So. Und die Kurvenlage ist aber nicht so unfassbar kacke, wie ich es gedacht hätte. Überrascht mich jetzt selber ein wenig. Aber ist ja im Prinzip genauso, wie ich es gewollt hätte. Klar. Ein Mustang beispielsweise auf dieser Stufe hier oder eine ZL1 hat definitiv die geilere Kurvenlage. Aber es ist nicht wirklich schlimm. Es ist okay. Bei Lastwechsel musst du halt echt massiv aufpassen. Alter, wie der nach vorne geht. Holy shit. Das ist halt krank. Ich meine ja, das sind über 1000 PS hier in dem Wagen. Und dafür muss man echt sagen, fährt er sich relativ handsam. So, oh Gott. Ja gut, nehmen wir es so mit, ist kein Problem. Ja, ich würde sagen, ich habe echt Bock, mir noch so einen kleinen Drag-Mode aufzubauen. Das heißt, ich speichere das jetzt einfach mal ab. Lucifer Race Mode. Oh, holla.
RM Race Mode. RM. Und dann Back to Garage, würde ich sagen. Jetzt gehen wir quasi in den Drag Spec über. Und ja, das heißt, der Wagen kriegt Drag-Reifen auf jeden Fall. Das muss so sein. Und das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein komischer Move sein. So, hey. Irgendwie seltsam. So ein anderer Modus würde ja nicht die Reifen verändern, die Reifenbreite. Der Demon hatte die sogenannte Demon Crate, wo eben auch schmale Vorderreifen für den Dragstrip drinnen waren. Gut, die waren noch um einiges schmaler als die hier. 275er waren das auf keinen Fall. Aber für den Drag-Einsatz gab es spezielle Reifen von Dodge selber. Und da würde ich sagen, gehen wir hin. Da müssen wir natürlich Feinsetup noch ein bisschen was ändern. Und zwar primär hinten nochmal ein gutes Stück runter vom Reifendruck. Hier gehen wir auf 0,0. So, Fahrwerk hinten gut weich, dass er am Start schön einfedern kann. Genauso auch die Dämpfer. Ja. Sehr gut. Dann gehen wir doch auf die Viertelmeile, würde ich sagen. Ja. Läuft. So, jetzt bin ich echt gespannt, was hier passieren wird. Kann natürlich sein, dass das Getriebe zu kurz ist. Ist auf jeden Fall möglich. Aber naja, das sehen wir jetzt. Im Drag Race gegen 38 Mustangs. Nope. Ist okay. Ja, marschiert. Die Viertelmeile in 9,6 Sekunden mit 240 km/h. Mit einem 1,9-Tonnen-Wagen. Mit einer Limousine. Ist okay. Ist akzeptabel auf jeden Fall. Also kann man soweit machen. Ist jetzt kein Problem. Ich würde sagen, wir machen auch auf jeden Fall noch das Flugplatz-Drag Race. Das ist ja so eine, ja, eine halbe Meile ungefähr. Man muss ganz klar sagen, okay. Dass der Wagen von Seiten Dodge auf der Viertelmeile vermutlich schneller wäre. Man sieht es ja auch am Demon. Und dass du den hier im Spiel nicht ansatzweise so krass hinbekommst, wie er in der Realität ist, auch von der Beschleunigung her, liegt einfach daran, dass Dodge ja im Regelfall auch beispielsweise für ihre Rekordläufe, sage ich jetzt mal, speziellen Sprit verwendet, unter anderem. Und eben auch diese massiv schmalen Vorderreifen, die natürlich massig Gewicht einsparen. Die Möglichkeit haben wir gar nicht. Aber das war jetzt eine halbe Meile in 14,4 Sekunden mit fast 92. Kann man machen. Ich würde sagen, wir machen mit dem Wagen auf jeden Fall einen Autobahnlauf noch. Da sehe ich den Wagen aber sowas von. Auch wenn das mit den Drag-Reifen, mit den Kurven vielleicht ein bisschen schwierig wird, aber naja, gucken wir mal.
Vielleicht geht's ja doch gut. Vielleicht geht's ja gut. Ich glaube da aber nicht so dran. Naja. Wird man sehen. Ja, wenn ihr Vorschläge habt, was ich in diesem Format mal machen sollte. Ich habe ja schon Vorschläge bekommen, wie beispielsweise Nissan GT-R mal als sportlichere Variante noch. Dann schreibt das Ganze einfach in die Kommentare. Wie gesagt, es geht in diesem Format darum, Aufbauten zu machen, basierend auf Fahrzeugen, die wir hier im Spiel haben, und daraus eben eine Version zu bauen, die in der Realität noch nicht existiert, aber vielleicht existieren wird. Ach du Scheiße. Das waren gerade 360 auf der Taronadel. Ja, bergauf marschiert er auch noch. 340. Es ging bergauf und da hat er noch beschleunigt. Holy shit. Und wie der die anderen abgezogen hat. 6 Sekunden. Das kann man machen auf jeden Fall. Das ist super ordentlich. Ja, dann gebe ich den Drag Mode hier auch mal frei. So. Lucifer Drag Mode. Lucifer Drag Mode. Perfekt. Ja, dann waren das heute mal 2 Aufbauten von einem Fahrzeug. Kann man auch mal machen. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, was ich im Zuge dieses Formats noch machen kann, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.